Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Ach, da hatten wir doch den Trainer zuletzt. Mit Kara. Okay, dann öffnen wir mal die Tür. Wie sie überall Kara auch stehen hat. Kommst du? Nein. Ja. Autounfall. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Okay. Halte R2 gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Optionale Aufgaben, mit denen würde ich dann anfangen. Heftig. Das sieht schon irgendwie... Übel. Okay. Was sollen wir machen? Hier Geschirr abräumen. Was? Miep. Die Geschirrspülmaschine ist defekt. Je nachdem, was du brauchst. Und die nette Carob hat so schon wieder bestellt, den Ersatz. Ja, ja. Kann ich besorgen. Okay. Ja, ja. Also mit der Hand spülen. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Gut. Man muss auch wirklich dieses Pad berühren und ich finde das cool, die Steuerung. Das ist was anderes. Fernseher an. Alice. Irgendwas ist komisch, seltsam. Als hätte die Kleine Angst vor uns. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Oh Mann! Dann bringen wir dem mal ein kaltes Bier. Ist das da hinten der Staubsauger? Du hörst jetzt sofort damit auf! Also, ich brauch den Mülleimer dafür, okay. Ständig nervt sie! Was haben wir noch? Wir sollten noch den Hinterhof überprüfen. Und dann... Überprüfen wir den Hinterhof. Wie der atmet. Manchmal können wir uns um die eigene Achse hier drehen und manchmal ist es dann echt so festgelegt.
Ein Sonnenschirm. Na, dann hängen wir mal die Wäsche ab. Oh, Alice. Hey, Alice. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Hast du heute keine Schule? Sie ist noch nicht ganz warm mit uns. Wasche die Wäsche erneut. Okay, wenn die wahrscheinlich 2 Wochen lang auf der Wäscheleine ging, wird es auch nötig sein. Na dann, waschen wir. Da ist doch das Waschmittel. Was hat Kara gefunden? Red Eyes. Ist es Drogen? Fass bloß mein Zeug nicht an. Das hält War das mich nach auf. Der Autounfall? Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Alkoholiker, Wutausbrüche. Ich glaube, die Geschichte mit dem Autounfall stimmt nicht so ganz. Und ich klebe die ganze Zeit mittendrin. Das arme Kind. Naja, dann machen wir hier mal weiter. Die Wäsche haben wir jetzt auch gewaschen. Der Staubsauger läuft hier. Was ist hier? Unbezahlte Rechnungen, okay. Alice, die spielt. Und hier ist was zu lesen. Ein Sportmagazin. Androiden-Power sollte sie verboten werden. Football-Irrsinn, die neuesten Transferspekulationen. Im dritten Spiel der Saison durchbrach der Androidenwerfer mit einem Pitch die 190 km/h-Marke. Der menschliche Batter konnte erst schwingen, nachdem der Ball den Fanghandschuh bereits berührt hatte. Ein Android pro Team wurde als Innovation präsentiert, doch mittlerweile dominieren sie die Teamstrategie. Bei jedem Draft übertreffen die großen Profi-Baseball-Teams ihre eigene Transferrekorde, um die neuesten Androiden-Modelle zu erwerben. Doch leidet das Spiel darunter? Jenny Waterfield, Chefredakteurin des Fanmagazins Home Run, sagt, die Fans seien desillusioniert. Die Magie des Sports sieht die Grenzen des menschlichen Potenzials. Dass eine Maschine diese Grenzen bricht, ist nicht aufregend oder überraschend. Dem stimmt nicht jeder zu. Christopher Lennox, Baseball-Koryphäe und Ex-Pitcher, findet, dass Androiden das Spiel aufregender machen. Die Androiden wirbeln alles durcheinander und pushen die Spieler, ihr Bestes zu geben. Das Spiel kann nur überleben, wenn es sich weiterentwickelt. Ich glaube nicht wirklich. Was haben wir noch? Century. Die Transportinnovation, die Kalifornien bewegt, die Punkte verbinden. Politiker im Forum sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben in China tötet 10.000 Menschen. Die Punkte verbinden. Die Transportinnovation, die Kalifornien bewegt. Die neue Subtube beendet heute ihre erste Reise von Manhattan nach Downtown LA in unter 2 Stunden. Weniger als die Hälfte des 5-stündigen Fluges. Die Höchstgeschwindigkeit von 2.900 km pro Stunde wurde möglich, weil die BAM durch eine Unterdruckkammer fährt, die den Magnetmotoren eine fast reibungsfreie Umgebung bietet. Für Pendler eröffnet sich so die verlockende Aussicht, nach einem langen Arbeitstag im Big Apple die Füße an der Golden Coast ins Wasser zu strecken. Komisch.
Kaliforniens Immobilienmärkte reagieren. Preise in den Vororten um 64% gestiegen. Immobilienmaklerin Charlene Lowe aus L.A. weiß, woher die neuen Käufer kommen. Das sind Typen von der Ostküste, vor allem New Yorker. Sie sehen eine Chance, den New Yorker Lohn zu behalten und einen L.A. Lifestyle zu führen und wollen möglichst schnell profitieren. Immobilien sind nicht das Einzige, das verändert wird. Schulplätze werden knapp und die Einzelhändler in den Vororten ziehen in Erwartung der Dollars aus New York die Preise an. Es wird erwartet, dass Langzeit-Kalifornier aus den Städten verdrängt werden, weshalb sie gegen die neue Linie protestieren. Wenn ein wütender Demonstrant es ausdrückt, zuerst nimmt uns Detroit unsere Jobs, dann New York unsere Häuser, wann hört das auf? Ja, einige sind hier sehr frustriert. Könnt ihr auch mitgucken? Sport. Was glotzt du so? Mach, dass du hier rauskommst. Mach, dass du hier rauskommst! Ich mach dann weiter. Ganz schön aggressiv, der Mann. Ganz schön aggressiv. Okay, wir müssen hier den Mülleimer nehmen, glaube ich. Ja. Und den Müll aufsammeln. Kurz den Tresen. Und dann noch die Küche. Wow. Okay, aber für 2 Wochen nicht geputzt, sieht das noch relativ gut aus. Geh aus dem Weg, verdammt nochmal! Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Ja, aber ich muss doch... den Müll aufsammeln. Was für ein Scheusal. Dann nehmen wir mal den Müll. Und bringen den Müll raus. Habe ich eigentlich sonst noch was vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Das hatten wir schon. Die unbezahlten Rechnungen. So, können wir. Weg mit dem Müll. Was wird da? Rebuild North Corktown, a better place to live. Kann ich nicht woanders hin? Geh zurück zu Todds Haus. Geh zurück zu Todds Haus. Das ist da oben. Da wird eine Brücke gebaut. Cool. Was man da alles sieht. Verdammt, Mann! Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Aber natürlich. Er hat einfach nur keinen Bock, mit uns zu reden. Hauptsache, wir putzen. So. Tarre aufräumen. Hier ist noch ein Sportmagazin. Ein Reading Quarterback. American Football. Also im Quarter, also im Football auch Androiden. Ich weiß nicht. Also ich finde, im Sport hat das überhaupt nichts zu tun. Tech Addict. Wie autonome Fahrzeuge überleben und Tod entscheiden. Darüber gibt es ja auch jetzt schon genug Diskussionen.
Sieht ein fahrerloses Fahrzeug einen Unfall vorher, tritt der Computer des Autos Entscheidungen über Leben und Tod. Zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Doch über den exakten Prozess, mit dem Autos diese Entscheidungen treffen, ist nur wenig bekannt. Ja, das kennen wir schon. Das ist selbst für Menschen eine schwere Entscheidung. Was macht man jetzt und wie, wo, was? Ich denke mal nicht, dass ein... Nee, ich glaube, das... Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. So. Das Patch. Was auch immer das bringen soll. Aufräumen. So viel Müll. War noch vorhin. Ja, ja. Medikamente zurück. Antidepressivum. Eine Waffe. Das haben wir schon gelesen. Was gibt's hier noch? Kann man noch aufräumen. Noch mehr Rechnungen. YK500, also ein neuer Droide, hat er sich informiert, um Kara zu ersetzen. Oh, wir können den Fernseher anschalten. Und jetzt zum Sport. Als erstes? Sport. Oh, Kinderserie. Es würde mich ja schon interessieren, wie lang könnte ich das jetzt gucken? Bevor es wieder von vorne anfängt. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober. War es doch schon wieder? Präsidentin Warren sprach heute. Okay, noch das Zimmer lüften. Okay, Todds Zimmer ist fertig. So wie es aussieht, können wir dann weitergehen. Weg da! Oh, was war gerade die optionale Aufgabe? Das Klo putzen. Putz das Badezimmer, okay. Da können wir gleich mal was aufräumen. Ich verstehe das nicht, warum der so ist. Wisch den Boden. War das dann das Einzige? Oh. Wir können uns selbst im Spiegel betrachten. Und dann noch den Boden wischen. Da haben wir die optionale Aufgabe auch gemacht. Ist ja schnell. Da. Und schön ins Nassen stehen bleiben. Und jetzt auf ins in Alice Zimmer. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Im Endeffekt hat sie eh nichts zu sagen. So, lüften. Was haben wir da freigeschaltet? Die Fensterbank. Wir können das Bett machen.
Können wir hier was gucken? Alice im Wunderland. Das war klar. Natürlich. Wie sie übers Buch wegsteigt, ich glaub's ja nicht. AW Treasure? Wieso AW? Oh, das finde ich cool, wie sie einfach übers Buch hinwegsteigt. Schön hinknien und mit Alice reden. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Was nach Mutter? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Ich dachte, sie ist jetzt offener. Oh. Wir haben was gekriegt. Einen Schlüssel. Wir müssen uns mit der Kleinen anfreunden, denn egal was passiert, wir müssen ihr helfen. Also der Vater, das ist ja... Ich finde das schrecklich. Was ist denn alles so in der Box? Wie die Musik einen mitreißt. Man versinkt und da ist wohl die Mama von der Kara. Da sieht er noch gar nicht so schlimm aus. Wer ist das? Ist das Alice? Ja, Alice und ihr Papa. Und Kara und ihr Papa ist wütend auf Kara. Und dann ist Kara kaputt. Und Alice ist sehr traurig. Das ist sehr verstörend. Das heißt, die Kleine hat mit angesehen, wie der Autounfall passiert ist. Was in dem Sinne jetzt definitiv kein Autounfall war. Was haben wir jetzt noch? Nichts, wir sind jetzt so erstmal fertig, okay. Schon mal gespannt, ob wir jetzt alles haben oder ob wir irgendwas vergessen und übersehen haben. Aber die Kleine tut mir echt leid. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Die hat Angst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Nein, nicht die Kleine. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Nein. Lass sie wieder runter. Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Mein Gott. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Das ist grauenhaft. Das ist echt schlimm. Boah. Wir scheinen alles aufgedeckt zu haben. Ja.
Wir haben alles aufgedeckt. Öffentliche Meinung gleichgültig. Alice ist zuverlässig. Wir haben so ziemlich alles gemacht. Wir haben die Waffe gesehen. Wir haben durchs Zimmer einen Weg nach unten entdeckt. Okay, das haben wir dabei gemacht. Okay. Ja, wir haben ein Cover fertig geputzt und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.